Hallo, Servus und Grüße, herzlich willkommen. Endlich wieder mal eine Aufnahmesession. Ich bin jetzt einen Monat lang nicht mehr zum Aufnehmen gekommen. Ich habe dazwischen ein bisschen rumgespielt. Keinen Progress in der Story. Ich habe nur da das Gebiet nochmal erkundet und mir alles angesehen. Und bevor wir loslegen, ich zeige euch was. Und zwar, wir haben ja immens viele von diesen Erweckerteilchen gefunden. What's up? You know what's up? Oh ja, der nervt. Mir vermisse ich noch immer. Schauen wir, dass wir die Erinnerung von Chrysalia über die Bühne bringen. Weil ich freue mich schon wieder, mit mir auf Tour zu gehen. Inventar, da ist das Inventar. Das Inventar ist da. Ich weiß gar nicht, ob wir die da sehen. Oder ob ich noch welche habe. Das wäre jetzt blöd, weil ich wollte euch ja was zeigen. Aber naja, ihr kennt mich. Einmal mit Profis spielen und so. Okay, die scheinen da irgendwie. Ich sehe sie jetzt gerade nicht. Aber diese, zum Background. Wir können hier ja einen Style ausrüsten und ich mag den Kämpfer eigentlich ganz gerne. Jeder Style hat seine gewissen Fähigkeiten, die wir hier ausrüsten können und ihr seht das schon, zum Beispiel da nicht, da schon. Wenn man sie oft verwendet, bekommen sie ein Sternchen. Und sobald sie ein Sternchen haben, kann man sie auch verwenden, wenn man nicht den dazugehörigen Blutcode verwendet. So, und dann kommen diese Erweckerteile ins Spiel. Damit könnt ihr andere Perks, ohne dass ihr jetzt extra wechseln müsst und das dann so lang, weil zum Beispiel die Blitzspitze bekommt ihr dann fix, also mit Sternchen, wenn ihr, ich weiß nicht, 50 Gegner oder so damit tötet. Geht auch, wenn ihr euch diese Erwecker sparen wollt. Ihr müsst dann halt alleine auf Tour gehen. Mir war es zu langweilig und wirrig. Aus dem Grund Belebung. Keine Ahnung, was Belebung kann. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber wir haben es. Wir müssen es mal ausprobieren. Flammenwaffe, Adrenalin und Blitzwaffe. Die habe ich mir mal zugeteilt und das Ganze funktioniert über Erwirb. Nee, da müssten wir. Moment mal. Möchte ich einmal auf wichtig machen und dann kenne ich mich voll nicht aus. Es ist zum Heulen. Müssen wir dazu ins Lager zur Waffe verbessern? Nee, warte mal. Oh ja, wohl. Das können wir nur im Lager bei Waffe verbessern machen. Das zeige ich euch dann beim nächsten Mal. So! Da habe ich schon ein bisschen vorgeguckt. Einfach, weil man da richtig schön ein bisschen leveln kann. Ich muss jetzt wieder reinkommen. Okay. Etwas zu hektisch. Nicht wundern, deswegen sind diese Pünktchen da. Wie gesagt, ich habe noch keinen Story Progress Fortschritt und so. Ha. Ah, dafür geht das ganz gut. Wow. So, mal durchschnaufen. Deswegen sind da die vielen Pünktchen. Ich bin noch nicht weitergegangen, einfach weil da richtig viele Gegner kommen. Und ihr seht schon, wir haben schon wieder 12.240 Seelen. Davor hatten wir ja nur ein paar wenige. Hat mich jetzt aber auch überrascht. Ich konnte mich das echt nicht mehr erinnern. Wie gesagt, ist jetzt schon sehr lange her. Aber jetzt weiter geht's in der Story. Genau, da ist so ein Teilchen. Erwecker MG2112. Und mit dem können wir dann beim Leveln kann man die investieren. Oh. Ja, Blitze haben wir auch. So, ich bin gespannt. Endlich geht's weiter mit der Story. Wir werden uns mal ein bisschen aufpowern. I've got this. Okay, auf geht's. Don't let them push you back. Cool. Surprisingly well. Nur mal checken, ob ich was übersehen habe. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, was. Ah ja, wir haben jetzt eine verstärkte Waffe und das andere ist irgendwie Blutschutz für uns beide. Gut. Those white thorns were a mass attack by the queen. No walls could stop them. Ja. Shit, wollte ich nicht. That's a good idea. Und genau, die Flammenwaffe wird auf beide angewendet, was auch geil ist. Oh shit. Ich dachte, ich erwische sie beide mit einem schönen Schlag. Aber die sind stark. Die mal eine wegbekommen.
kein Problem. Ich meine, sie sehen ja verdammt stylisch aus, aber Königin und Stahl. Wir brauchen ja mittlerweile schon Königin und Titanit. Geht's da unten lang? Ne. Das sieht nur so aus. Wobei, ich könnte mir vorstellen, dass wir in die Höhle reinkommen. Kiste! Reißzahn der Nacht. Was haben denn wir eigentlich an? Ich weiß es gar nicht. Haben wir nicht auch irgendwas mit Reißzahn und so? Nein, Königin und schlechter Klaue. Was kann der Reißzahn der Nacht? Gebetstuch? Finde ich jetzt wieder nicht. Plus 5. Wir verschlechtern uns eigentlich. Außer physisch plus 78, Skalierung plus 94. Oh, Verteidigungsmoment. Unsere Talente werden schlechter. Langsam. Naja, langsam möchte ich jetzt nicht werden. Wir sind jetzt von der Geschwindigkeit her auf normal. Beweglichkeit Waffe 1. Das ist halt doof. Weil Verteidigungswerte wären eigentlich klingen gut. Wir heilen uns mal. Karte der Umgebung angelegt. Nice. So, von da kamen wir. Irgendwas passiert auf der Brücke, ich bin mir ziemlich sicher. Ah, Moment. Wo sind wir denn jetzt? Okay, da kamen wir raus. Na ja, dann. Looks like we can get down from here. Oh Mann, der nervt. Ich sag euch was, das wirkt irgendwie wie... Ah, das war das. Mistel zurückkehren und den Dunst behalten. Das habe ich verwendet zum Leveln. Gut. Wir werden uns mal Blutschützen. Feuerwaffe. Und... Ich hab's geahnt. Ich wusste es. Ja, nicht, dass er uns gleich absticht, ne? Okay. Ich weiß nicht, ob man gegen den mit einer Feuerwaffe was ausrichten. Vielleicht hätte der Pizza ausrichten sollen. Man weiß es nicht so genau. Completely corrupted revenants. The Queen's sorry. Wird da wieder gehen. Ja dann. Na dann. Listen, Kid. Also das sagt der Grünschnabel zu uns. No mercy. Und du passt lieber auf, dass du den Arsch nicht drauf hast. Wir können das ganz gut. Ich möchte mehr wieder haben. Okay, aber das ist ja unsere Erinnerung, das heißt... Ich hätte schwören können, ich habe mich gedreht. Wie wirkt auf Blitze? Also mit Feuer haben wir wirklich nie Abzug. Scheibenkleister. Oh no! Heil mich! Heil mich! Oh shit, der ist verdammt schnell. Gut, den habe ich unterschätzt. Der heilt uns nicht. Mir hätte die Sache retten können. Aber nicht der. Das wird schwierig. Holy fucking und so weiter und so fort. So. Wieso? Wir haben jetzt immens viele Seelen auch liegen lassen. Okay. Das. Auf geht's. Wir nehmen das mit. Nicht backstabben. Naja, aber eigentlich ziemlich schön blocken. Blocken! Shit, ja, so viel zum Thema blocken und so. Das muss ich noch herausfinden, das Timing. Okay, Zeit zum Heilen.
Und Feuerwaffe. Shit, wir sind ja schon wieder fast down. Heilst du dich bitte mal? Ich hab das falsche aus... Ich Trottel. Klar, dass wir nicht... keine Meter machen. Ich heil die ganze Zeit nicht. So, wir haben ihn gleich. Mit der Feuerwaffe geht's am besten. Dann heilen wir gleich nochmal. Und gleich nochmal. Jack, was ist los mit dir? Shit. Was macht denn der? Shit. Schöner Scheiß. Einmal uns noch heilen. Ah, ja. Verdammt, ich war abgelegt, Ja, danke, Jack. Du bist ein Idiot. Du hilfst uns ja gar nicht. Heil dich? Achso, wir haben nichts mehr zum Heilen. Naja, gut. Na gut, das war so knapp. Aber ich hab's halt auch voll verkackt, weil ich nicht mitbekommen habe, dass ich das Falsche ausgewählt habe und so. Peinlich. Hashtag einmal mit Profis. I see you're awake. Jo, und ich wundere mich schon, wieso wir nur 5 Teile haben. Wir haben ja doch schon immens viel gefunden. Everything ready, when all else fails. So. Okay, den ersten Treffer, der geht immer auf ihn. Ich weiß, ich krieg das Timing nicht raus, wann wir uns da bewegen müssen, wenn er das macht. Feuer! Oh, ich wollte mich gerade heilen. Und wie ich genau reinlaufe, ne? Ja, der Finishline, den haben wir schon öfters gesehen, aber der ist halt irgendwie besser als hier. Oh, warum jetzt, ha? Scheiße, ich... Das ging jetzt etwas zu... Oberfaust. Zu schnell. Gut, ich unterschätze den total. Okay, auf ein neues. Kann ich... Ich würde so gerne auf Mia wechseln. Mit Mia hätten wir das schon längst erledigt. So, also. Das da. Feuer und Adrenalin. Haben wir zu wenig Punkte. Naja, gut, kein Adrenalin. Ja, er ist ja gar nicht so tough. Wir können ihn sogar staggern. Aber ich habe keine Ausdauer mehr. Okay, zurück und Ausdauer gewinnen. Feuer! Wie klar, dass er das jetzt macht, oder? Ha!
Jetzt habe ich das richtige Timing erwischt. Ausdauer. Wir sind eigentlich voll da. Ja, schlechtes Timing. Wir brauchen wieder Feuer. Jack, pass auf dich auf. Ich tue es nicht. So, yes, ist er down. Der ist ja nicht so schwer, man muss nur im richtigen Moment ausweichen und so. Großer verlorener Vertriebener. Hui. Ja, ich sollte den Mund halt nicht immer so voll nehmen. Aber mit mir wäre es trotzdem cooler gewesen. Ich vermisse hier. Good morning, Sunshine. Oh mein Gott. Wer bist du? Warum hast du uns? Our ill-mannered guest is here. Moment, ist das die Königin? Guess that means we have to begin the festivities. Schlimmer noch, ist das ein Zwei-Phasen-Boss-Fight? Müssen wir den jetzt jedes Mal besiegen? Das ist kacke. Wow. Die ist tough. How many of them are there? Viel zu viele. Viel zu viele. Did I make it? Silva. I'll take the spear. All right, gang. This is the moment of truth. This creature will never hurt any of my people again. Naja gut, irgendwas muss ja passieren, weil sonst wäre es ja nicht unsere Erinnerung. At last, glaube ich. You can know peace. What? Kid! War das jetzt die Königin, von der sie immer reden? Sind wir quasi die Königsschlechterin? Ich meine, das wird zumindest erklären, woher wir die Spezialfähigkeiten haben, weil wir ja doch eine Menge Blut von ihr abgezogen haben. Well done. Your resolve was truly admirable. Sleep well, friend. Whoa. Wusstet doch, dass ich den nicht leiden kann.